Was ist eine Industrieobligation? Nun, dieses Wort Industrieobligation besteht im Wesentlichen aus zwei Worten, die zusammengesetzt sind. Einmal das Wort Industrie und zum Zweiten das Wort Obligation. Fangen wir mal hinten an. Obligation ist eine Verpflichtung. Und Industrie steht für ein Industrieunternehmen. In der Regel sind das große Unternehmen. Ja. Es gibt da oder hat so ein paar Versuche gegeben, auch für kleinere Unternehmen sich auf dem Wege Geld zu beschaffen. Aber bleiben wir mal beim Klassischen, dann ist das ein großes, bekanntes Unternehmen, das eine Verpflichtung eingeht. Und zwar ist das eine finanzielle Verpflichtung. Das heißt, eine Industrieobligation bedeutet, ein Industrieunternehmen leiht sich Geld. Ja, so kann man das auch ausdrücken. Ja, das ist noch weniger geschraubt, als wenn man sagt, das ist die finanzielle Verpflichtung eines Industrieunternehmens. Ein Industrieunternehmen leiht sich Geld. Die Frage ist jetzt, woher? Woher leiht sich das Industrieunternehmen Geld? Und die Antwort ist auf dem anonymen Kapitalmarkt. Der anonyme Kapitalmarkt ist der Markt der Kleinanleger, die namentlich überhaupt nicht in Erscheinung treten. Also, das Industrieunternehmen leiht sich, sagen wir, 1 Million Euro. Dann ist das aber nicht einer, der 1 Million Euro verleiht, sondern diese 1 Million Euro wird gestückelt in, sagen wir, Papiere à 1000 Euro. Ja, also 1 Million, sagen wir beispielhaft, sind also hier viele Einzelpapiere, 1000 Euro, 1000 Euro, 1000 Euro, 1000 Euro. Ja, so. Und nun kann der Kleinanleger ein solches Papier hier kaufen. Warum tut er das? Weil das Unternehmen sich Geld leiht gegen Zinsen. Gegen ein Zinsversprechen, sagen wir 5%. Ja, das heißt, der Kleinanleger hier, der Herr Müller hat 5000 Euro gespart. Das ist wirklich ein sehr kleiner Betrag, ja, verglichen mit den Dimensionen, um die es am Kapitalmarkt oft geht, ist 5000 Euro nichts. Aber für den Herrn Müller ist das eben ein kleiner Betrag, den hat er auf die Seite gebracht, den möchte er jetzt zinsbringend anlegen. Dann liest er, dass ein bekanntes Industrieunternehmen eine Obligation begibt, so nennt man das. Ja, und das geht dann über die Banken. Es kann auch sein, dass seine Bank ihn anschreibt. Ja, es ist in der Regel so, dass die Banken dann diese Obligation am Markt platzieren. Das heißt also, Kunden finden dafür. Der Müller sagt, ich habe 5000 Euro gekauft, also kaufe ich hier 5 dieser Papiere. Das Zinsversprechen sind 5%. Der Herr Müller kriegt also jetzt, sagen wir, 10 Jahre lang jedes Jahr 5% auf seine 5000 Euro ausgezahlt. Und am Ende der Laufzeit kriegt er seine 5000 Euro zurückgezahlt. Man könnte jetzt also noch ein Wort ergänzen. Ein Industrieunternehmen leiht sich, nein, falsch, hier muss es hin, langfristig. Ein Industrieunternehmen leiht sich langfristig Geld gegen Zinsen vom anonymen Kapitalmarkt. Und der anonyme Kapitalmarkt, das ist Herr Müller, das ist Herr Meier, das ist Herr Schmitz, das ist Frau Schulze, ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Kleine Anleger, die namentlich irgendwie gar nicht in Erscheinung treten, die unbedeutend sind, die Namen sind unbedeutend und die kleine Beträge anlegen. Viele Menschen kleine Beträge. Ja, das ist der anonyme Kapitalmarkt.
und das ist eine Industrieobligation. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.